Hallo, liebe Freunde. Heute geht es darum, wo sich potenzielle Primzahl, Drillinge, Vierlinge und so weiter befinden. Es wird spannend und ich sage es so oft, bleibt dran. Ich glaub nicht, was ich da sehe. Auf diesem YouTube-Channel, wer hat die Idee? Ja, Primzahl Drillinge haben ja die Form P, P plus 2, P plus 6 oder P, P plus 4, P plus 6. Im 30er-Zyklus lassen sich diese Stellen aufzeigen. Und zwar wäre eine Stelle bei QF minus 4, QF minus 2 und QF plus 2. Und der andere potenzielle Primzahl-Drilling wäre zu entdecken bei QF minus 2, QF plus 2 und QF plus 4. Für Primzahl-Vierlinge gibt es die beiden Formeln P, P plus 2, P plus 6, P plus 8 und 15n minus 4, 15n minus 2, 15n plus 2 und 15n plus 4. Im Prinzip beschreiben beide Formeln die gleiche Stelle im 30er-Zyklus. Und zwar wäre es die Stelle QF minus 4, QF minus 2, QF plus 2 und QF plus 4. Mit Primzahl 5-Lingen, Primzahl 6-Lingen und Primzahl 7-Lingen geht es entsprechend weiter. Der Primzahl 8-Ling umfasst alle 8 MP-Stellen eines 30er-Zyklus. Hier, 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 hier und hier. Wenn man beweist, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt, dann schließt dies noch nicht den Unendlichkeitsbeweis für Primzahldrillinge, Primzahlvierlinge und so weiter ein. Aber umgekehrt funktioniert es immer. Beweist man zum Beispiel, dass es unendlich viele Primzahlvierlinge gibt, dann hat man zugleich bewiesen, dass es auch unendlich viele Primzahldrillinge und Primzahlzwillinge gibt. Dies liegt daran, weil ein Primzahlvierling die Primzahl-Drilling-Stellen auch impliziert. Und ein Primzahl-Drilling, entweder hier oder hier, impliziert einen Primzahl-Zwilling. Interessant ist auch, dass sich Primzahl-Drillinge und Primzahl-Vierlinge nur im oberen Bereich des 30er-Zykluses entdecken lassen können. So, das war's auch schon wieder. Wenn euch meine Forschung an den Primzahlen gefällt, dann könnt ihr gerne einen Like hinterlassen, meinen Kanal abonnieren oder einen Beitrag mit euren Freunden in einem sozialen Netzwerk teilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.